So, da Freunde, willkommen zu Part 12 von Need for Speed Most Wanted. Nein, ich wollte sie noch nicht raus. Erstmal hole ich mir da noch die 6000 und dann hoffe ich, kann ich den mal ein bisschen aufwerten. Alter, knallpink. Zum Wagen würde ich ganz ehrlich, auch wenn ich mir jetzt anderswo Beef einfange mit der Aussage. Und zwar ganz großen. Würde ich so einem Wagen Bert Wollersheim zutrauen. Und ich weiß, für die Aussage werde ich noch mein Fett wegkriegen. Und sollte es passieren, kann ich sagen, ich habe es im Let's Play predicted. Quasi geahnt und vorher gesehen. Boah, 234 Sachen, geht doch. Aus dem Weg, muss da durch. Bin ein bisschen in Eile. Muss noch ein bisschen Geld verdienen. Perfekt. So legt man sich in die Kurve rein. So kann man driften, ohne dass Driften möglich ist. Muss er wieder alles als Bande benutzen. Ist aber typisch. Typisch, Chris, ich muss wieder alles als Bande benutzen. Wie beim Fußball. Da muss man auch immer alles als. Wie beim Hallenfußball. Und das Rennen kann ich gleich neu starten, weil ich zu oft ein paar Sachen an die ba als Bande benutzt habe. Und ich zu oft im Pulk war. Aber wenigstens erst mit 209 Sachen. Alter. Schönes Auto. Hab keine Lust, dass das butt geht. War teuer. War teuer. So, kleinen Moment. So, da lang. Dass ich natürlich immer schön die Nachrichten mitlesen kann. Und 99 Sachen. Naja, besser als nichts. Und jetzt, boah, hoffe ich mal, dass ich hier nicht so viel als Bande missbrauche und nicht wieder geschluckt werde. Hier bitte x-beliebige Sprüche einfügen. Und zu der rosa Karre, wie schon gesagt, ich werde dafür noch für die Aussage, dass ich das Bert Wollersheim zutraue, noch gewaltig mein Fett wegkriegen.
Das war's, ich kann gleich wieder neu starten. Das wird ja echt noch ein Neustartfest. Letzter mit 185 Sachen. Und die fahren schon ganz schön aggressiv. Muss ich schauen, dass ich da aus dem Pulk draußen bleibe. Aus wie im Actionfilm, ein bisschen einfach die Zeit manipulieren. Ist ja bekanntlich auch das Breath of the Wild Link seine Fähigkeit. Die Zeitmanipulation. Also quasi wäre ich in jedem Spiel des Spielers. Majora's Mask hast du eine Ocarina und Ocarina of Time. Twilight Princess hast du das Master Schwert. Breath of the Wild hast du gleich eine spezielle Fähigkeit, womit du verlangsamen und richtig zuböllern kannst. Nur um mal ein bisschen der Legend of Zelda anzusprechen. Vielleicht werde ich mal was von Let's Playen, ich weiß es noch nicht. Ah, dritter, weil ich zu langsam war. Da war ich viel zu langsam für. So, es geht aus dem Pulk raushalten und dann nach vorne durchfahren. Letzter mit 196 Sachen, aber übrigens habe ich mich aus dem Pulk rausgehalten. Erstmal wurde ich schön als Bande missbraucht. Und erst einmal schön hier abkürzen. Auch wenn mir das nur bedingt was hilft. Schön durchjagen. Da stand mir keine Karre gerade im Weg. Wird doch noch ein bisschen spannend.
Zweiter! 1 km/h hat mir gefehlt. 2 km/h haben mir gefehlt. Meine Herrschaftszeiten, das braucht ja heute echt noch sehr viele Versuche. Erstmal den Wagen richtig schön reingelenkt kriegen. Jetzt kann ich links hier richtig schön durchziehen. Tja, Rennspielgrundsatz, wer bremst, verliert. Sollte ich mal wieder langsam perfekte Rennen hinlegen. Könnte knapp werden, obwohl ich als erster durch bin müsste. Ah, nee, hat nicht ganz gereicht. 6 km/h zu wenig, das heißt, ich. Komm, ich lasse es jetzt. Machen wir jetzt den Rundkurs. Bevor wir hier noch dran verzweifeln. Ich weiß, fahren und gleichzeitig Kaffee trinken ist keine gute Idee. Aber zum Wolf habe ich ja schon was in letzter Aufnahme gesagt. Für euch, Chat ist gestern. Beziehungsweise vorgestern. Und für YouTube irgendwann in den letzten Parts. So, der vierte gibt wenigstens, deswegen ist weit weg. Aber die anderen beiden kleben mir noch am Hintern. Ich könnte theoretisch über die Tanke abkürzen, aber brauche ich nicht. Kann ich nämlich nochmal Geld in die in das Auto stecken und dann endlich mal können wir ins Bossrennen gehen, ins nächste.
Dann mal schauen, wie wir dann wegklatschen müssen. Aber ich weiß, der Nummer 10 hat mal wieder deutsche Markenqualität unterm Arsch. Auch bekannt als Porsche. Wenn wir einen ölschluckenden Japaner unterm Hintern haben. Mist. Verloren, schon wieder. Weil ich schon wieder nicht aufgepasst habe. So, aber erstmal ein Schlückchen Kaffee. Aber ich komme zwar relativ gut weg. Aber dann mache ich hier und da, wenn ich mir zu sicher fühle, ein paar entscheidende Fehler. Ist mir aber auch selber klar. Brumm, 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 brumm. Dann passe ich irgendwo im Moment nicht auf und dann werde ich geschluckt. Und der Unterschied zwischen ihm und unserem vorigen Wagen ist, er ist für seine Verhältnisse noch eben noch nicht fertig. Geld verdient sich eben nicht so leicht. So kann man das Nitro auch hernehmen, um sich wieder zu stabilisieren. Jeder spielt Spiele anders. Deswegen denke ich mir auch bei anderen Let's Playern, wenn ich die mir gucke, meinen Teil. Weil ich berühmte, ich hätte so gespielt, wenn du so spielst, spielst du so. Versuche eben vieles moderat zu sehen. Vielleicht liegt es einfach auch daran an den Erfahrungen, die ich bereits schon mit meinen 28 Jahren habe sammeln dürfen. Die zum Teil nicht positiv geprägt waren. Da habe ich 5, 6 Sekunden liegen lassen. Auf den ersten. Ja, um 5 Sekunden waren mein Tod. Den kriege ich nicht mehr. Das ist ja heute echt die reinste Fail-Orgie. So wird auch die Folge heißen, Fail-Orgie. Weil ich einfach zu viel den, Speedbreaker nutze.
Und der kostet mich Geschwindigkeit. Wie der Name sagt. Speedbreaker, Speed ist Geschwindigkeit. Breakers brechen, bricht mir die Geschwindigkeit. Zu viel Speedbreaker ist nicht gut, zu wenig ist aber auch nicht gut. Und Dinge, die man als Gamer nicht machen tute, sollte es auf den Controller gucken. Also man muss seine Tastenbelegung in- und auswendig kennen. Also entweder du kennst deine Tastenbelegung oder du kennst sie nicht. Ist wie auf Arbeit mit Aufgaben. Entweder man kennt seine Aufgaben oder man kennt sie nicht. Darauf hätte ich mal kommen können. So kann es gern weitergehen, dass ich zumindest heute noch ein Rennen von den zwei, die ich gemacht habe, gewinne. Oh, 5 von 5. Aber dazu kann ich mich auch noch wiederholen, gibt es den Film diese Fake-Nummern. Wir haben sie mal bei, ich glaube, Bruce Allmächtig war es, bei dem die Nummer von der echten Kirche angegeben. Und dann sind beim Priester gelandet und fragen, ob man hier mit Gott spricht und ich kann gern was ausrichten und so weiter und so fort. Da war was. Sag ich doch, es geht auch ohne Speedbreaker. Warum habe ich ihn nachher genommen? Vielleicht, weil ich ein verplanter Arsch bin. Schauen wir mal, ob wir irgendwas möglich haben zum Aufrüsten. Wenn nicht, dann müssen wir nochmal in eine Mautstelle fahren. Das haben wir schon. Auch schon mit Hammerreifen. Turbo Hammer. So fehlt Bremsen. Ja, was Fahrwerk haben wir auf? Den kann ich erst aufrüsten, wenn ich die Nummer 12 geschlagen habe. Ach du grüne 9, ist der teuer. 12-2. 12-2er Getriebe. Wenn ich Nummer 11 geklatscht habe. Auch erst wenn ich den, wenn ich Nummer 11 bin, wenn ich Nummer 10 bin. Und wenn ich nur selber Nummer 10 bin. Alles klar. Das heißt, dann machen wir nochmal.
Nee, das bleibt so. Deswegen bleibt das. Nitro machen wir dann doch umgekehrt. Aerodynamik haben wir noch nicht. Turbo verstärkt mal. So, ja, dann probieren wir jetzt nochmal die Radarfalle. In dem Fall muss ich den hernehmen, weil sonst, jo. Das soll ja ein bisschen driften, so ist es nicht. So, das restliche Nitro erstmal zum Driftausgleich. Weil jetzt heißt es eigentlich nur noch Geld farmen erstmal. Bin wieder mal kurz runter vom Gas. Erster, so gehört sich das und nicht anders. Mit 1017 Sachen. Schauen wir gleich, ob wir noch irgendwas nachtun können. Ob das Geld zulässt, dann beenden wir den Part und dann im nächsten Part fordert mal Izzy heraus. Oder wir unternehmen zumindest den Versuch. Ich habe mich noch nichts mit Aerodynamik drin. Weil ich habe dem. Bei dem Kollegen steht kein Spoiler. Also muss ich auf Aerodynamik komplett verzichten. So ziemlich. War hier zu langsam. Ohne Priorität, ich bin fast Stufe 3. Ich habe da die richtig mächtige Einheiten am Arsch. Warum soll ich mich damit Einheiten ohne Priorität rumärgern?
Das ist eine gute Frage. Warum soll ich mich damit Einheiten rumärgern ohne Priorität? Ah, hier habe ich mein Reset. Hier habe ich die Karte. Bei den Tuning Shop, den brauche ich jetzt. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich wollte nämlich zum Tuning Shop. Soll ich jetzt zu schnell fahren, Herr Officer? Machen wir es auf die schnelle Art und Weise. Machen wir es so wie schon mal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Dann sage ich schon mal bis zum nächsten Mal und Servus.